Leute, wir sind zurück bei Animal Crossing. Ich habe gesagt, ich nehme heute am selben Tag nochmal einen Part auf, wie ihr den letzten gesehen habt. Es ist jetzt nachts und wir versuchen nochmal, das nächste Haus fertig zu kriegen in der Zeit und hoffen, dass wir nicht in eine Vogelspinne rennen. Wir checken aber zuerst mal die Flussmündungen ab. Vielleicht kriegen wir einen Stör und... Oder wollen wir das letzte... Oh Gott, da ist eine Vogelspinne, oder? Gut, die gönnen wir uns auf jeden Fall, Leute. Nice. Das sind 8000 Sternis mehr für uns. Aber wir versuchen heute mal noch einen Anglerfisch zu bekommen. Und noch so einen Flatterling, so einen blauen Schmetterling. Das sind die letzten beiden Sachen, die uns fehlen. Damit wir alle im März die Tiere haben. Tut mir leid, dass ich euch den Huchen und den Stör nicht zeigen konnte. Weil die sind extrem schwer zu fangen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwie den Anglerfisch an die Leine bekommen. So, versuchen wir es mal. Das ist kein Anglerfisch, aber wir müssen ein paar Fische fangen. So, stimmt. Das dritte Haus machen wir dann noch nicht fertig. Lasst uns die Märztierchen versuchen, heute zusammenzukriegen. Ja, scheiße. Ich hasse die Joy-Cons, Alter. Super geile Verbindung. Und ich bin, wie gesagt, ich sitze direkt vor der Switch. Ich habe es mir schon extrem leicht gemacht, hier für euch aufzunehmen. Und trotzdem verlieren die Joy-Cons die Verbindung. Ich liebe diese Dinger einfach. Sie sind der größte Scheiß. Aber wir gucken trotzdem mal. Wir dürfen nicht rennen am Wasser zu viel. Das ist kein Anglerfisch. Anglerfische gibt es nur am Meer. So, dann gehen wir mal am Wasser entlang. Hoffentlich kriegen wir ihn noch, sonst muss ich den offscreen fangen. Und das wäre schade, weil ich würde wenigstens gerne einen Fisch mit euch zusammen fangen. So, der war zu klein. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Da ist ein Geschenk. Das gönnen wir uns zuerst, natürlich. Wir wollen Geschenke nicht verpassen. Oh, wir haben gar keinen Platz mehr. Stimmt, weil ich noch einige Tiere gefangen habe offscreen, wie ihr seht. Alle neu. Und die werden wir uns zusammen angucken. Kung Fu Teeservice. Wir sollten dann mal schnell erstmal zu Nepp und Schlepp, bevor wir uns auf die Suche nach dem Anglerfisch machen. Und nach dem blauen Schmetterling. Das ist nicht Nepp und Schlepp, ich Idiot. Die sind hier. Damit wir schnell mal die Spinne verkaufen können und alles andere, was noch jetzt gerade nutzlos ist. Ich will was verkaufen, ihr beiden. Vogelspinne und das Ding hier. Wir haben nur noch zwei Plätze, das ist schlecht. Ich hätte vielleicht das erstmal ins Lager packen sollen und dann mit euch da im nächsten Part checken wir wieder das Museum aus. Fachwissen Nummer 2. Oh Gott, ich freue mich sehr auf den Part, das alles für euch durchzulesen. Ich richtig Lust drauf. Nicht. Aber eher nicht. Oh Gott, was bist du denn? Du bist riesig. Du bist bestimmt etwas, was wir noch nicht haben. So, mal gucken, was du bist. Toll. Ein Barsch, Alter. Sorry, dich können wir aber im Moment nicht gebrauchen. Tschüssi. Du bringst uns kein Geld und bist sonst auch absolut nutzlos. So, jetzt müssen wir aber mal hoffen. Das könnte ein Anglerfisch sein, tatsächlich. Müssen wir mal Glück haben, dass wirklich einer ist. So, mal gucken, ob wir Glück haben. Nee, Kaiserschnapper. Tut mir leid, Brudi. Ich hätte dich gern verkauft, aber wir haben im Moment nicht die Zeit dafür. Da ist noch die Flasche, die uns für den heutigen Tag fehlt. Alle kleinen Fische solltet ihr unbedingt verscheuchen, wenn ihr das könnt. So, der ist weg.
Weil nur dann spawnen auch neue Fische. Könntest du ein Anglerfisch sein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht, dass du einer bist. Nee, du bist nur eine Klische. Das ist im Moment nicht, das ist im Moment alles das, was wir nicht haben wollen. Bauklotzregal haben wir schon. Nee, haben wir nicht. Ich weiß jetzt, wie man ein Bauklotzregal herstellt. Hm, nice. Könntest du ein Anglerfisch sein? Ich glaube, du bist für einen Anglerfisch zu klein, oder? Wahrscheinlich. Also bist du keiner. Nee, ein Kalmar. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Aioli und Limone dazu. Schöne Anspielung aufs Platoon, bist aber im Moment ziemlich nutzlos, also weg mit dir. Wir brauchen großen Fisch. Und hoffentlich treffen wir, wie gesagt, auch noch den Schmetterling. Oh, Brudi, noch ein Geschenk. Oh nein. Bitte lass das dann wenigstens ein Sterni-Sack sein. So, mal gucken, was wir hier haben. Eine Restauranttafel. Jetzt haben wir nur noch einen Platz. Das muss ich unbedingt gleich wegbringen. Wenn uns noch ein Geschenk kommt. Wenn noch ein Geschenk kommt. So, wir können jetzt halt nichts weiter tun, als am Meer rumlaufen und hoffen, dass wir den Anglerfisch noch bekommen. Sonst werde ich mich offscreen ransetzen und den fangen müssen. So, ich glaube nämlich auch, den Anglerfisch kriegt ihr nur zwischen 6 und, zwischen 16 und 9, no, zwischen 16 und 9 Uhr, glaube ich. Kann auch ein bisschen früher schon sein, dass das dann zu Ende ist. Beim Anglerfisch, das könnte einer sein, tatsächlich. Aber mit Pech ist es wahrscheinlich eh nur ein Kaiserschnapper, also hoffen wir einfach mal. Oh, yes! Ja, ein Anglerfisch. Hallo, Kollege. Sehr cool. Damit haben wir erstes Ziel im Part erreicht, den Anglerfisch. Jetzt fehlt uns tatsächlich nur noch der blaue Schmetterling. Hoffentlich kriegen wir den noch. So, ich wollte aber eigentlich zu mir nach Hause. Wo laufe ich denn eigentlich lang? Weil erstmal die beiden Sachen, die wir als Geschenke bekommen haben, abzulegen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach dem blauen Schmetterling. Im nächsten Part mal kümmern wir uns dann ums dritte Haus und fangen an, die Apriltierchen zu fangen, die es nur im April gibt. So, und dann heißt es, also nicht im nächsten Part, da versuchen wir das Haus fertig zu machen, aber zuerst geht's dann wieder ins Museum. Wir dürfen uns einiges von Eugene mit seinem Fachwissen anhören. Der wird uns wieder einiges über neue geile Tierchen erzählen, aber mehr dazu im nächsten Part. Wir werden jetzt erstmal uns die Noob-Meilen krallen. So, mehr Noob-Meilen haben wir nicht, toll. Hat sich voll gelohnt. Der Schmetterling erscheint, glaube ich, meistens hier hinten irgendwo. Da ist er auch schon. Oh, wir haben Glück. Du kommst mal mit. Oho, ein Himmelsfalter. Mein Kescher war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Damit haben wir alle Tierchen, die wir für den März brauchen. Schade, wie gesagt, dass ich euch den Huchen und den Stör nicht zeigen konnte. Weil die habe ich offscreen gefangen, weil die sind relativ selten und wir haben immer nur eine halbe Stunde im Part. Aber ich sag euch dann immer, wo man die kriegt, aber das bringt euch leider wenig, weil der März ist ja schon vorbei, da seht ihr diesen Part leider und dann könnt ihr die eh nicht mehr fangen, außer ihr reist in die Vergangenheit oder in die Zukunft bis dahin. So, dann können wir das Museum in diesem Part noch abarbeiten. Das ist ziemlich cool. Legen wir los. Erstmal analysieren wir die 5 Fossilien, die wir gekriegt haben. So, mach mal, Eugene. Ja, war klar. Da ist ein bisschen was dabei. So, ich will etwas stiften.
Drei Fossil, dann fangen wir erstmal an. Heizahnspirale, los geht's. Hat man Worte? Das ist eine Heizahnspirale. Welch Wonne, Sie verwöhnen mich, eine Heizahnspirale in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicherlich. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn. Diese Heizahnspirale stammt vom Unterkiefer der urzeitlichen Knorpelfischgattung Helicoprion. Es handelt sich um eine spiralförmig aufgerollte Zahnreihe, die das Tier womöglich wie eine Kreissäge nutzte. Aber das ist Spekulation, denn mit Ausnahme ihrer Zähne bestand ihr Skelett komplett aus Knorpel. Mangels Knochen sind ihre Körper niemals als Fossilien erhalten. Die Größe und Anordnung ihrer Zähne ist also das Einzige, was wir sicher über sie wissen. Wenn man so will, regen die urzeitlichen Haie so die Fantasie der Forscher an. Und das war's im Groben. Denken Sie mal drüber nach. Dann will ich Ihre großzügige Spende sogleich ausstellen. Ich danke Ihnen von Herzen. Ja, wir wollen noch mehr stiften. Säbelzahn-Vorderteil. Moment mal. So. Dann haben wir den Säbelzahn wohl zusammen. Hat man Worte? Das ist ein Säbelzahn-Vorderteil. Welch Wonne, Sie verwöhnen mich, ein Säbelzahn-Vorderteil in solch tadellosem Zustand. Sie wollen doch sicher etwas prickelndes Faktenwissen zu diesem aufregenden Stück hören, oder? Aber sicherlich. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn, Hauptakteur in meinem schlimmsten Albträum, der Säbelzahntiger, ein mächtiges Raubtier der Pleistozän. Erkennbar ist er selbstverständlich an seinen messerscharfen bis zu 20 cm langen Fangzähnen. Verzeihung, das ist gerade äußerst unprofessionell von mir. Komm schon, Eugene, Schnabel steif halten. Zwar wurde seit über 10.000 Jahren keiner mehr gesichtet, doch wir müssen immer wachsam bleiben. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Gut, dann nehme ich Ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Vielleicht finden sich ja auch die verbleibenden Teile und das Fossil erstrahlt der einst in voller Pracht. Ha, ich danke Ihnen jedenfalls von ganzem Herzen. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem behilflich sein? Ich will ja weiter etwas stiften. Wir haben ja noch einen Säbelzahnteil, da kann ich mir die Erklärung zum Glück sparen, weil er erzählt dann nur dasselbe. Hat man Worte? Das ist ein Säbelzahnhinterteil. Dann heißt das ja... Und ob, unser Säbelzahntiger ist vollständig. Ha, welch Pracht. Dürfte ich wohl so frei sein und mein Wissen über den Säbelzahntiger mit Ihnen teilen? Nee, kein Bedarf. Oh, wie betrüblich. Na, nichts für ungehut. Dann kümmere ich mich mal um Ihre wundervolle Spende. Kann ich Ihnen mit noch irgendwas anderem behilflich sein? Ich will noch weiter stiften. Wir haben noch 5 Sachen. Sechs Sachen. Himmelsfalter. Oh nein, ein Himmelsfalter. Wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist... Den Himmelsfalter nennt man auch das Juwel des Waldes. Doch das ist der Ehre nun wirklich zu viel. Außerdem entsteht das Blaue nicht durch Pigmente, sondern durch Interferenzen auf den Flügelschuppen. Ja, genau. Himmelsfalter sind mit lauter kleinen Schuppen bedeckt. Mit Schuppen! Schmetterling. Ha, eher eine Schlange mit Flügeln. Na, in jedem Fall... Allerherzlichsten Dank für Ihre wundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein gar furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe gut auf den Krabbler Acht. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem behilflich sein? Ja, wir wollen noch weiter stiften. Anglerfisch. Das ist ja ein Anglerfisch. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu diesem Anglerfisch. Sehr gerne. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Der Anglerfisch ist ein seltsamer Tiefseefisch, dessen Stirnlicht an einer Laterne erinnert. Betrieben wird es von leuchtenden Bakterien und anderen glühenden Mikroorganismen. Eine Theorie besagt, dass er Beute durch den Ausstoß dieses Leuchtorganismen zu verwirren versucht. In der Tiefe gibt es viele Mysterien, genauso wie es Dinge gibt, die einem den Appetit verderben. Und das war's im Groben. Denken Sie mal drüber nach. Dann will ich Ihre großzügige Spende sogleich ausstellen. Ich danke Ihnen von Herzen. Ja, wir sind noch lange nicht fertig, Eugene. Es geht noch weiter. Wir haben noch 4 Sachen, glaube ich, jetzt. Ne, 5. Dann waren das 7 Sachen, die wir noch haben. Lel. Ja. Oh nein, ein Sandlaufkäfer. Wieso muss man mich derart peinigen?
Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist. Der Sandlaufkäfer wird seinem Namen gerecht, auch wenn er sich auf seltsame Art fortbewegt. Er sprintet, dann hält er inne, sprintet erneut und nutzt diese Taktik, um seine Beute einzuholen. Oh ja, der Sandlaufkäfer ist bei seiner Jagd auf Beute ebenso gnadenlos wie ausdauernd. Allein der Gedanke daran, dass er es auf mich abgesehen haben könnte, lässt mich erzittern. Ich sollte unbedingt an meinen Sprints arbeiten. Na, in jedem Fall, alle herzlichen Dank für Ihre wuhundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein gar furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe gut auf den Krabbler Acht. So, ich will noch... Wir haben noch einiges zu stiften. Die Stinkwanze. Oh nein, eine Stinkwanze. Huh, wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist... In diesem Fall sagt der Name alles. Stinkwanzen sind bekannt für ihren Gestank. Huh, Igitt, Igitt. Dabei verwendet dieses Ungeziefer sein wie ein Strohhalm geformtes Maul, um Pflanzen auszusaugen. Fühlt es sich bedroht, macht es von einer stinkenden Flüssigkeit in seinem Bauch Gebrauch. Huh, wie kann es sich nur selbst ertragen? Na, in jedem Fall, aller herzlichen Dank für Ihre wuhundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein gar furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe gut auf den Krabbler Acht. Leute, ich habe komplett was vergessen. Die ganzen Insekten habe ich natürlich gefangen, als ich mit der Leiter hochgegangen bin und das Unkraut gejätet habe. Die könnt ihr an Blumen fangen. Davon verschwindet auch keins jetzt im April. Die könnt ihr alle noch fangen. Einfach mal bei den Blumen rumstreifen, dann werdet ihr die kriegen. Wir haben zum Beispiel auch die Gesichtswanze noch gar nicht. Die kann man, glaube ich, nur abends fangen. Können wir mal nachher gucken, ob wir die fangen. Aber jetzt will ich mal erstmal weitermachen. So, Gottesanbeterin. Oh nein, eine Gottesanbeterin. Wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist. Man lasse sich nicht von der frommen Pose der Gottesanbeterin täuschen. Ist sie doch nur Tarnung. Die Gottesanbeterin ist bekannt für ihre Größe, enorme Kraft und ihre unheilvollen, sichelförmigen Arme. Zwar frisst sie zumeist Insekten und Spinnen, doch fallen ihr auch gelegentlich Kleintiere zum Opfer. Und diese schaurigen Augen. Wussten Sie, dass sie 5 davon hat? 2 große und 3 kleine? Wenn ich weiter darüber nachdenke, schwinden mir noch die Sinne. Na, in jedem Fall, aller herzlichen Dank für Ihre wuhundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein gar furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe gut auf den Krabbler Acht. So, einmal die Orchideenmantis. Oh nein, eine Orchideenmantis. Wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist. Die Orchideenmantis erinnert mit ihren schillernden Farben und blattförmigen Gliedmassen an eine Blume. Diese meisterhafte Tarnung ermöglicht es ihr, sich an Orchideen vor Fressfeinden zu verstecken. Doch damit gibt sie sich nicht zufrieden. Sie lockt so auch arglose Insekten an, um sie dann zu fressen. Man stelle sich das einmal vor, eine wunderschöne Blüte und dann schnappt sie nach einem. Niedertracht kennt keine Grenzen. Na, in jedem Fall, aller herzlichen Dank für Ihre wuhundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein gar furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe gut auf den Krabbler Acht. Kann ich Ihnen... Ja, komm. Eine Sache haben wir noch. Oh nein, ein Marienkäfer. Wieso muss man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über dieses Exemplar zu erfahren? Lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist. Ja, Marienkäfer sind aufgrund ihrer runden Vorn- und hübschen Punkte recht beliebt. Ich sage nur, pa! Schließlich gibt es auch welche mit Streifen anstatt Punkten und manche sind komplett einfarbig. Ich werde wohl niemals verstehen, warum der Marienkäfer ein Glücksbringer sein soll. Alles, was er mir bringt, ist ein Ohnmachtsanfall. Na, in jedem Fall, aller herzlichen Dank für Ihre wuhundervolle Spende. Insekten mögen zwar mein gar furchtbarster Albtraum sein, doch ich gebe gut auf den Krabbler Acht. Leute, damit sind wir fertig. Wir müssten jetzt alle Tiere vom März auf jeden Fall haben, die es auch nur im März gibt. Und gucken wir mal. Kleinen Moment. Erstmal holen wir uns die Meilen ab.
So. Und haben wir sonst noch Meilen? Nein. Jetzt ist die Frage, was können wir jetzt noch machen? Genau, wir können erstmal noch zu Nap und Schlepp und das eine Fossil, was wir schon haben, verkaufen. Ich will was verkaufen. Ach nee, zwei Fossilien sind's. So, das sind auch mal locker 11.000 Sternis. Ja, machen wir easy. Nice. So muss das sein. So, dann können wir nochmal zu Nuke gehen. Ah, Train. Hallo, hallo. Na, was macht die Kunst? Häuser bauen, Möbel werkeln und Konsorten. Läuft alles gut? Alles läuft gut. Prächtig, haha. Das ist Musik in meinen Ohren. Um die Baumaßnahmen selbst werde ich mich dann kümmern. Und um die neuen Zuzügler auch. Das wird alles schnell und korrekt laufen. Dafür bürge ich mit meinem tadellosen Ruf. Bald, ach was sag ich. Ab morgen schon könnte ein neuer Einwohner hier Einzug halten. Ja, ja. Ach, und wenn jemand hier zu oder wegzieht, werde ich das auf jeden Fall per Durchsage melden. Und wenn sich jemand Neues für ein bestimmtes Haus gefunden hat, schreibe ich es auf das Schild. Kurz gesagt, lesen bildet, besonders meine Schilder. Ja, ja. Dann halt die Ohren steif und bleib so fleißig, wie du bist. So, da ist nun Rostbauteil. Brauchen wir nun wirklich nicht. Gucken wir mal, was wir von den Noob-Meilen uns holen können. Die 8 coolsten Frisuren. Wir machen mal Designs, Profi Edition. So, die anderen Sachen. In der App Design wurden Profi-Funktionen freigeschaltet. Der Weg zum Profi-Designer steht mir offen. So, die anderen Sachen holen wir uns in einen der anderen Parts. Erstmal zum Bankautomat. 5.000 haben wir. Krediteinzahlung, Bareinzahlung. So, wir sind auch schon nah dran, unser nächstes Haus abzubezahlen. Es läuft alles sehr, sehr gut. Kann man gar nicht anders sagen. So, wie gesagt, das dritte Haus mache ich jetzt noch nicht fertig. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Jetzt aber erstmal nach Noob-Meilen nochmal gucken. Wir haben welche gekriegt. Ach, kauf. Ach, löse Noob-Meilen ein. Okay, danke. Damit haben wir die Hälfte schon wieder gekriegt. So, dann können wir nochmal gucken, was es so zu tun gibt. Ich glaube, wir haben auch noch nicht alle Steine abgefarmt. Dann lasst uns das auch nochmal tun. Das war scheiße. Gut, den haben wir schon. Da brauchen wir also nichts mehr machen. Ach, jetzt wollte ich nochmal zur Sicherheit nachkontrollieren, ob wir auch alles haben, was wir hier brauchen. So, wir als ihr braucht den als einziges im März, diesen Schmetterling. Der endet jetzt nämlich am Mittwoch. So, und dann die Fische. Wir haben einen Bitterling. Den haben wir auf jeden Fall. Wir haben einen Seeengel. Wir haben einen Anglerfisch. Okay. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ich glaube, ich bin ein bisschen verbuggt. Darum kümmere ich mich später, weil der Huchen und der Karpfen, der Huchen und der Stör nicht aufgeführt werden. Da kümmere ich mich später mal drum. So, ich glaube, ich bin ein bisschen verbuggt. Dann werde ich dann heute Nacht leider nochmal welche angeln müssen. Oh, da habe ich richtig Bock drauf, Alter. Nice. Freut mich total. Den haben wir auch schon. So, den haben wir aber safe noch nicht. Das ist dann das Letzte, was wir hier machen können. So, mal gucken, ob wir Glück haben und mal ein bisschen was Gutes bekommen. Ja, so ist das geil. Schön was gekriegt, Alter.
So, den Stein haben wir auch abgefarmt. So, dann haben wir hier nichts mehr. Wir können aber mal mit unserem Nachbarn reden. Yo, trainierst du fleißig, Fauch? Ich will plaudern. Ideales Outdoor-Wetter. Da freuen sich die Muskeln doppelt, wenn sie an der frischen Luft sind. Da hast du wohl recht. So, hatten wir hier nicht irgendwo noch einen Stein? Haben wir den im letzten Part vorhin schon gemacht? Also nicht im letzten Part vorhin, sondern im letzten Part. Ja, hatten wir. So, und einmal zumachen. Ihr seht oben, das ganze Unkraut ist weg. Darum habe ich mich gekümmert. Dann können wir aber trotzdem nochmal gucken, ob vielleicht oben ein Huchen da ist. Nee, leider nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn da einer da gewesen wäre. So ein riesig, richtig großer Schatten. Ne, was noch geil wäre, Leute, wäre jetzt, wenn noch mehr solcher blauen Schmetterlinge erscheinen würden. Weil die geben gut Geld. Also ihr kriegt pro einer dieser blauen Schmetterlinge 4.000, pro Vogelspinne 8.000, pro Stör 10.000 und pro Huken 15.000. Also die geben schon gut Geld, die Tiere, aber sind halt, bis auf den Schmetterling sind die anderen halt relativ selten, leider. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Nee, kein großer Fisch, also auch kein Stör. Weil viel können wir heute gar nicht mehr machen, weil ich habe mit euch schon jetzt so gut, also wir könnten noch Geld farmen und solche Geschichten und alle Bäume schütteln, aber das machen wir jetzt nicht. Dafür ist der Part jetzt schon wieder zu kurz. Oh, das ist ein großer Fisch. Wollen wir uns den gönnen? Ja, den gönnen wir uns, ne? Gut, das wird nix. Perfekt. Mal gucken, was wir hier haben. Und es ist ein Seebarsch. Toll, das war ja richtig useless. Aber egal, können wir im nächsten Part verkaufen. Dann angeln wir halt noch ein bisschen, um Geld zu farmen, die letzten 3 Minuten oder so, die ich jetzt noch hier im Park verbringe. Gut, hier ist nichts. Nur die großen Fische bringen euch gut Geld. Die kleinen könnt ihr ruhig verscheuchen. Außer ihr habt die kleinen halt noch nicht. Solche Fische hier könnt ihr fangen. Die geben relativ gutes Geld eigentlich. Und dann ist es auch noch ein Kalmar. Echt Tentakul. So. Haben wir sonst neue Fische? Ja, haben wir. Sogar einen richtig großen. Könnte ein Kaiserschnapper sein. Das heißt, der gibt dann auch wieder gut Geld. Es ist ein Reifen. Diesen Reifen könnte man doch verwerten. Oh, das ist die Idee für eine neue Bastelanleitung. Wir haben jetzt wahrscheinlich den Reifenturm gekriegt, oder? Nee, wir haben das Reifenspielgerät gekriegt. Okay, ich dachte eigentlich, wir hätten das Reifenspielgerät schon, aber anscheinend noch nicht. Das war unser erster Reifen. Cool, dann hat sich das ja doch gelohnt. Du bist zu klein, verschwinde. So, ich werde mich auf jeden Fall um das Huchen und andere... Oh, das könnte ein seltener Fisch sein. Am Steg kann man die seltensten Fische abgreifen. Natürlich, noch ein Reifen. Also, jetzt mal wirklich. Sauber, Mann. Ich weiß nicht, ob du absichtlich Müll aus Meer und Flüssen fischst, aber es ist egal. Du machst die Insel damit sauberer und dafür verdienst du Noob-Meilen. Danke. Danke wirklich für gar nichts, du Lappen. Das ist noch ein großer... Das wird der letzte Fisch des Abends. Hoffentlich auch ein Fisch. Yes, es ist eine Flunder. Besser als nichts, aber es hätte besser gehen können. Noch mehr Noob-Meilen. Fange eine Flunder, ne? Ja. Dann haben wir das auch noch erfüllt. Nice.
So, dann laufen wir nur noch zum Haus und legen uns schlafen und dann war's das. Leute, ich beende dann an der Stelle schon mal den Part. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Animal Crossing. Im nächsten Part werden wir das dritte Haus fertig machen, denke ich mal. Und dann hoffentlich sehe ich euch auch dann wieder. Bis dann, Leute.